Und damit seid gegrüßt, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich weiß, dass wir hier den letzten Part aufgehört haben. Ja, jetzt mal wirklich zu Beginn der Folge geht's gleich hier weiter. Willkommen zurück. Gleich mal ein paar wilde Pokémon. Level 8, ja. Wir sollten vielleicht mal, wir hätten unser Team mal trainieren sollen. Das ist schon mal nicht schlecht, aber gerade was die Pokémon-Liga angeht, wird das schlimm. Hier haben wir Trainer. Und auch nicht. Kannst du mir nicht ein Wasser-Pokémon leihen? Was bekomme ich als Gegenleistung? Liebe? Ja, gut. Vergiss es. Wird es Zeit, dass ihr Camper endlich vom Server Spiel gekickt werdet? Ihr nervt. Du bist doch bloß eifersüchtig auf meine unglaublichen Fähigkeiten. Nee, aber ich mag deine grüne Kappe. Campt der hier rum am Mount Kismetunnel? Hey, du siehst aus wie ein talentierter Trainer. Ich habe von einem Drachen-Pokémon auf dem Gipfel des Berges gehört. Vielleicht solltest du dort mal vorbeischauen. Erstmal muss ich mal auf die Karte gucken. Ich dachte, wir gehen zur Pokémon-Liga. Tun wir auch irgendwie. Polizei-HQ. Alte Villa. Meteorhallen. Mega große City. Drei Pfade. Indigo Plateau. Ach so, hier müssen wir. Okay, da sind wir ja weit, ganz weit ab. Wir müssen nach Knoblauch hin zurück und von Knoblauch haben wir links. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir lang müssen. Ich glaube, wir sind erstmal hier hochgegangen. Ich glaube, wir hatten direkt neben unserem Haus ein Stückchen Wasser, wo wir. Ja, und ich laufe hier einen Umweg. Sekunde. Ist doch nicht weit, das kriegen wir, gleich. Das haben wir gleich. Wo sind wir jetzt? Ach, hier auf dem Wasser. Kommen wir jetzt runter zu Seeplatz, die unsere alten Villa. Okay, ich werde mal. Ich habe im letzten Part so ein bisschen die Orientierung verloren. Erstmal in die falsche Richtung gegeben. In die genau falsche Richtung. Radfratz Level 10, interessant. Und mein Team ist schon voll. Mein Team ist bloß massiv unterlevelt. Bis auf das Starter-Pokémon. Aber okay. Vielleicht kann das Starter-Pokémon einiges machen. Wahrscheinlich nicht, wie wenn er schon viel scheitern. Und zwar tierisch. So, wir sind wieder in Knoblauchheim. Und jetzt müsste das doch, hier die. Oder nicht? Ja, jetzt hier links über den Fluss nach zum Strudeluntergrund. Dann können wir hier Richtung Siegelstraße. Rostbeugensiedlung können wir erstmal hin. Können vielleicht einen Zwischenhalt machen. Route 8. Da kommen wir erstmal noch ein paar Trainer. Du wirst Nummer 2. Ich habe eben schon einen Kampf gewonnen. Wahrscheinlich hier direkt neben. Im Knoblauchheim wird er wahrscheinlich hier. Oh, okay, okay. Level 26. Ich dachte, er hat jetzt Level 3 Pokémon oder so. Trotzdem für Todoroki kein Problem. Bin mal gespannt, welches Level die Top 4 Pokémon haben.
eine Azü-Ei-Marie. Ach du Scheiße. Das hatten wir glaube ich auch noch nicht. Azü-Ei-Marie. Oh, ein Schüler mit Halsband. Das war's mit dem Sieg. Nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Genau das Gegenteil von dem, was du erwartet hattest. Azü Marie. Sieht dir wirklich ein Ü-Ei aus. Aber nein, danke, ich habe schon etwas an Pokémon. Ein sehr starkes sogar. Achtung, Stromschnellen. Der nächste Trainer. Ich habe ihn verloren. Ich werde meinen Frust jetzt an dir auslassen. Schimmer schickt Gyarados in den Kampf. Oha. Was? Schock da Rob. Was ist das für eine Attacke? Schock da Rob. Schon wieder. Ach, du hast nur ein Pokémon. Na super. Dann meinst du, kannst du gewinnen. Okay, wir müssen wohl hier rein. Oh nein, nicht so ein Rätsel. Das ist Figi für den Beleber. Sonderbonbon. Hooray. Okay, ist jetzt nicht so schwer. Ich soll es nicht sagen. Bin ich Scorner. Sonderbonbon. Das lohnt sich hier nicht wirklich. Setzen wir auf. Der Starter guckt mal ein. Das müssen wir wieder leveln. Das ist eine Leiter, da werde ich mal versuchen, drauf zu gehen. Ein trauriges Mario. Oh. Hier sind wir also wieder. Noch ein Sonderbonbon. Yay. Den Starter leveln. Bis an der Lage ist, alleine das Team die Top 4 zu besiegen. Sackgasse. So ein Mist. Dann müsste wohl nochmal. Vielleicht bringt es ja nur woanders ganz schön. An einer anderen Stelle. Anfangen. Oh no. Seufz. Waren wir doch schon. Vielleicht können wir jetzt mal ein fröhliches Mal. Können wir jetzt mal hier über den Stärke. Bringt aber nichts, da können wir nichts tun. Und wie zum Henker. Ich glaube, wir müssen hier dem Strudel entkommen. Da müssen wir rein. Jo, das ist mir.
nicht allzu schwer. Okay, sind wir wieder in der Sackgasse, verdammt. Ah, aber da können wir jetzt. Da können wir jetzt längs. Oh nein, als ob hier noch ein Flickmon. Ein Flickmon kommt. Und jetzt bringt es uns was, wenn wir hier. Den hier nehmen. Leichter als es aussieht. Jetzt können wir ihn noch schieben. Können hier weiter. Flegmon, ich brauche dich nicht. Team ist schon voll. Und dann keine Flegmons. Ein Heilpatrick. Ein Schneepika. Habe ich auch eins. Das ist Level 18. Meins Level 7. Jetzt sollten wir uns ein neues Schneepika fangen. Jetzt hätten wir fangen können. Das ist Level 18 Schneepika. Hey Papa. Ich habe mein Pikachu von einem Schneepika getrennt. Es würde mich dafür am liebsten umbringen. So ist es. Oh wei. Oh nein. Das Schneepika. Weggeschmolzen. Pikachu. Oha. Das Pikachu ist sehr, sehr wütend. Lösen wir es von seinem Leid. SM Andan. Ach du Scheiße. SM Andan. What the fuck? Ein Glück, dass es mir in seinem Blutball nichts antun kann. Da fehlen mir die Worte. Manchmal gibt's Trainer. Jetzt sollte man die Pokémon-Erlaubnisse ziehen. Wait. Kann es Pokémon-Trainer sein, ohne eine Erlaubnis zu haben? Deswegen gibt es solche Leute wie Team Rocket und so. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Müssen wir irgendwie. Ich habe so eine Idee, wie wir da reinkriegen. Das war nicht ganz so clever. Wir müssen zu dem da hinkommen, damit wir dann. Wie machen wir das andere müssten? Ähm.
So vielleicht. Okay, da tickt die Musik kurz unterbrochen. Interessant. Okay, vielleicht von hier oben. Entweder ist Azumarin. Muss irgendwie. So nicht. Wenn ich an den Stein kommen muss, kann ich dann. Die Musik ist arg nervig. Das Einzige, was fehlt, wir müssen, ist, diesen Ball dort reinzuwerfen. Beziehungsweise Stein. Was ist denn eigentlich da unten? Sollte man vielleicht mal nachgucken. Jetzt bringt den Stein hier hin. Ah, okay, verstehe. Ich bin nur Ziel weiter. Stein fällt dann dort auf die Fläche und dann können wir da weiter. Oh nein! Jetzt wurde er zurückgesetzt, als ob. Die Leiter haben diese Wirkung. Wie habe ich das nochmal gemacht? Wie bin ich da hingekommen? So. Jetzt muss ich irgendwie den Weg dorthin finden. Die Musik macht mich körper. So, hier rein mit dir. Doch gleich dahin gekommen. Was tue ich? Ah, jetzt können wir hier durch und hoch. Schnell diese Höhle verlassen. Soundtrack ist brutal. Die drei Pfade. Ein Trainer. Ich bin nicht sonderlich gut im Fangen von Pokémon. Deshalb baue ich sie mir lieber selbst und leihe sie mir von Freunden. Aha. Dann haben wir wieder einen Steroiden-Fremdy. Ein Anabolika-Fremdy. Ne, ich möchte weiter kämpfen. Robopika. Wer ist mit Surfer? Das bringt sehr viel. Du musst zugeben, mein Roboter war besser als das geschulte Pokémon. Das freut mich, oder? War beide nicht gut. Hyper Heiler. Route 9. Warte, wo sind wir? Hier sind wir. Ah, da geht's um zur Top 4 hin, oder? Ne, hier geht's. Frostbeulensiedlung. Wenn wir hier runter schwimmen, geht's dann weiter. Ah, okay. Dann geh ich erstmal hoch. Ich guck hier erstmal eine Frostbeulensiedlung nicht um. Noch ein schönes Item. Top Trank. Oha, ein Tauboga Level 20. Meisterball, ja, von wegen. Also.
Ich mach doch hier mit jedem Attack, die ich mache, mach ich den kaputt. Superball. Das war ja schon fast. Verdammt. Wir müssen ja Bunkerwelle kaufen. Nassschweif. Ja, ich wusste es doch. Schade. Ich würde es mir fangen. Oh, was haben wir hier? Wie sehen wir? Commodore, Klatscher, auf Doom and Destruction. Ausrufezeichen, Elf. Lustratini, du kannst es schaffen. Hüte dich vor seiner Klatscherattacke. Ah, alles klar. Okay, können wir wohl nicht weiter. Wie findet gerade der Kampf gegen Giganten statt? Top Giant. Na, hier kamen wir her. Okay, dann werden wir mal erstmal weiter. Auf Route 9. Auf zum Indigo-Plateau. Stellen muss der Top 4. Mal schauen, wie weit wir es aushalten werden. In der Top 4. Ob wir bestehen werden. Okay. Schon ankommt. Schaut fast so aus. Wie ich diesen Kontrolleur umbringen könnte. Der lässt niemanden ohne 8 Ohren durch. Kein Wunder, dass niemand die Top 4 schlagen kann. Ah, toll. Hallo. Guck mal rein. Da sehen wir mal wieder das vollständige Team. Ihr denkt, Pokémon sind topfit. Kommt bald wieder. Willkommen. Ich möchte kaufen. Boah, ein paar Supertanker. Oder auch Hypertanker. Muss für die Top 4 einkaufen. Getränke in der Top 4. Willst du auch Beleber oder so? Hier gibt's Beleber. Ich hab natürlich auch noch welche gebrauchen. Das ist schlecht. Ich bräuchte mehr davon. Kann ich gebrauchen. Tja. Auch hier haben 5 Beleber und 25 Tränke. Getränke und dann noch Topf, Trank und so weiter. Das muss reichen. Hey, willst du nicht Team Shocket beitreten? Dann musst du nur beweisen, dass du stark genug für unsere Organisation bist. Komm wieder, wenn du alle 3 Ohren hast.
verdammt. Ich habe dir das erstmal die Möglichkeit, den Schokoball zu kriegen. Großartig. So stolz, den Schokoball hat mich soeben aufgenommen. Mit der Organisation sein ist viel spannender als die Top 4 herauszufordern. Wenn du auch alle Orden hast, kannst du bestimmt auch beitreten. Alle drei Orden? Ich hab nicht eins. Ich hab nicht einen Orden. Okay, ist nichts drin. Okay, ich will hier rein. Jetzt habe ich endlich alle drei Orden und dann lässt mich dieser Typ nicht durch. Keine Platzen vor Wut. 21 ist nur die halbe Wahrheit. Ah, weil 42. Ja, natürlich. Wie kommt man dir vorbei? Du willst die Siegelstraße betreten. Es geht aber nur, wenn du alle acht Orden besitzt. Es gibt hier nur drei Arenen. Wie soll ich da acht Orden sammeln? Das ist nicht mein Problem. Aber ich muss in die Siegelstraße, um ein Pokémon von Team Schockwitz zu finden. Schön, und ich habe einen Sack Reis, der umgefallen ist. Oh, du hast acht Orden. Hier, bitte geh durch. Bitte was? Halt, du nicht. Komm wieder, wenn du acht Ohren hast. Aber die Arenen sind so weit weg. Dann nimm diese VM, damit kannst du sogar einen Faustgruß Taubstick quer über die Welt fliegen. Und jetzt lass mich in Ruhe, bis du acht Ohren hast. Züge hält VM fliegen. Warte. Wenn du alle acht Ohren sammeln willst, empfehle ich, in der Frostbeulensiedlung zu beginnen. Dort ist die nächstgelegene Arena. Die liegt direkt nordöstlich von hier. Du musst nur den drei Pfaden nach Norden gehen. Schon dabei. So, das Ding werden wir brauchen. Taubsi. Sandwirbel. Ich hätte auch Tickel verlieren können, aber was soll es. Okay, zurück auf Route 9. Und hier ist absolut nichts los außer Welle Pokémon. Keine Trainer, keine gar nichts. Was diese Route irgendwie zu legitim macht, sind die Pokémon, die Pokémon. Radikal. Oh, ja, jetzt sind die beiden verschwunden, jetzt können wir hier rein. Fantastisch. Frostbeulenfahrt. Hoffentlich nicht wieder solche Rätsel. Links, rechts. Mal zur Schneiderbusch in der Höhle. Wie kommt denn sowas vor? Was zum? Wieso steht hier ein Busch? Hey, hast du ein Problem mit meinem Aussehen? Ist denn Fels lieber was? Ey, werd wieder zu einem Busch. Ich habe keinen Zertrümmer, bloß zu Schneider. Das ist mir doch egal. Du hast dich eben noch über den Busch beschwert. Jetzt bin ich ein Stein und du hast mir noch. Das ist immer noch was auszusetzen. Da können wir nicht zu schnell auf den Stein ansetzen. Wahrscheinlich eher nicht. Ich komme mal rechts lang. Ein Item. Top-Trank. Wertvoll für die Top 4. Scheinbar geht es hier geradeaus lang. Item Topshots. Frostbeulensiedlung.